wird um Daten gehen, jetzt hier zum Abschluss. Damit knüpfe ich so ein bisschen an den ersten Vortrag von Nicolas Zimmer, aber nicht nur sozusagen, würde ich sagen. Auf jeden Fall, es geht um das Thema Digitalisierung. Und wenn wir über Digitalisierung sprechen und auch über Daten oder insbesondere über Digitalisierung, kann man nicht nur über Daten sprechen, sondern man muss in jedem Fall auch über Plattformen sprechen, über Anwendungen. Und das muss man auch durchaus immer wieder mal tun, weil die sich häufig ändern. Man kann und man muss sprechen über Prozesse in Institutionen. Das haben wir gerade eben schon auch in den vorherigen Vortrag gehört, aber auch in der Gesellschaft. Aber wenn man etwas machen möchte, was nachhaltig ist und auch was die Basis ist sozusagen für all diese Dinge, dann muss es wirklich um Daten gehen, um ihre Bedeutung. Insbesondere wenn man, und das ist unser Anliegen als Digitalisierung, wirklich nachhaltig machen möchte. Ich spreche hier nicht über irgendwelche Daten, sondern über die Daten des kulturellen Erbes, denn das sind die, mit denen wir uns bei Digis hier beschäftigen. Genau, wer ist Digis? Vielleicht noch mal ganz kurz. Wir arbeiten seit 2012 in Berlin mit sehr vielen Kulturerbe, Kulturinstitutionen zum Thema digitaler Öffnung von materiellen, aber auch immateriellen Kulturgütern zusammen. Ich bin dort eben seit 2012 als Koordinatorin beschäftigt. Vor 7 Jahren wurde das Förderprogramm für die Digitalisierung von Objekten des kulturellen Erbes ins Leben gerufen von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Man kann sich als Kulturinstitution in Berlin um Fördergelder bewerben, einmal im Jahr. Das Gesamtprogramm basiert auf einem Digitalisierungskonzept für das Land Berlin, was es schon seit 2010 gibt. Und das stützt sich im Wesentlichen auf 2 Säulen. Das ist hier dieses sogenannte Berliner Modell. Zum einen geht es wirklich darum, dass in den Institutionen Digitalisierung konkret erfahren werden soll durch die Projektpraxis. Das ist einfach wahnsinnig wichtig, selbst diese Erfahrung zu sammeln. 2012 konnten wir sicherlich davon ausgehen, und ich denke, das ist aber auch heute durchaus noch so, dass das, was Digitalisierung, wenn wir sie ganz umfassend verstehen, nicht unbedingt selbstverständlich vorhandenes Wissen ist in den Institutionen oder auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort. Um das ein bisschen auszugleichen, wurde sozusagen als 2. Säule des Gesamtprogramms Digis eingerichtet, als quasi Konterpart zu dieser dezentralen Projektförderung. Und unsere Aufgabe ist es eben, die Partnerinnen aus dem Kulturbereich durch diesen gesamten Prozess ihrer Projekte, ihrer Digitalisierungsprojekte zu führen, sie zu unterstützen. Das haben wir inzwischen mit 37 Institutionen und 85 Projekten auch getan in den letzten Jahren. Dieser Unterstützungsprozess beginnt schon einiges vor der Antragstellung und wird aber insbesondere dann intensiv, wenn die Projekte ausgewählt wurden durch unsere Fachjury. Eine externe Fachjury tut das. Wir begleiten als Digis die Partner in sehr engen Konsultationen durch ihren gesamten Projektzyklus. Unser Fokus liegt dabei auf dem Thema Metadaten und Datenqualität. Digitalisierung ist natürlich, wie man hier sieht, auch durchaus ein datengetriebenes Unterfangen, aber es wäre ein Fehler, dies gleichzusetzen mit einem ausschließlich und rein technischen Vorgang der Wandlung von analogem in digitales Material. Es gibt im Englischen dazu nochmal eine Unterscheidung, da gibt es wirklich 2 verschiedene Begriffe. Das eine ist die Digitization, das umfasst diesen wirklich sehr engen technischen Vorgang, und es gibt den Begriff der Digitalization. Das ist ein Prozess, der natürlich auch die technischen und die datenbezogenen Fragen berührt, aber der insbesondere auch organisatorische, rechtliche und auch ethische Fragen und Aspekte mit einbezieht. Und das ist der, den wir auch als Digis, also das ist unser Verständnis von Digitalisierung, bei dem wir auch ansetzen. Ja, warum ist mir oder uns diese Unterscheidung so wichtig? Was hat sich eigentlich verändert und was hat das mit Daten zu tun? Zum einen hat sich verändert in den letzten Jahren einfach die Menge an Daten und an digital zur Verfügung stehender Informationen und an Wissen. Wir haben weit über 60 Millionen Internetnutzerinnen hier in Deutschland. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele Millionen von Webseiten. Wichtig ist, die Wege der Nutzung haben sich verändert. Medienformate, Medienformen haben sich geändert. Die mobile Nutzung via Smartphone hat im, glaube ich, letzten Jahr das erste Mal die Nutzung via PC oder Laptop übertroffen. Und was sich vor allem auch verändert hat, ist, wir legen dieses Wissen oder diese Daten ja nicht nur irgendwohin ab.
Dafür gibt es Speicher. Das ist eigentlich heutzutage nicht mehr so sehr das Problem, sondern wir teilen dieses Wissen in einem Umfang, in einer Leichtigkeit, in einer Geschwindigkeit, dass wir sozusagen im Überblick auch des unstrukturierten Überangebots auch an Daten und Informationen gerne mal ein bisschen den Überblick verlieren können. Man kann also mit Fug und Recht sagen, da ist etwas in Bewegung geraten, gesellschaftlich insgesamt, und das bedeutet natürlich auch für die Kulturinstitutionen einen notwendigen Wandel vollziehen zu müssen. Sie müssen sozusagen anfangen im Kerngeschäft, das heißt bei der Dokumentation, bei Fragen nach der Vermittlung, der Kulturkommunikation und auch der Definition ihres digitalen Gegenübers. Wer sind eigentlich Ihre Nutzerinnen und wer sind Ihre Nutzer? Wir haben dazu heute auch schon ein bisschen was gehört. Das betrifft aber natürlich auch Fragen des Leitbildes und der eigenen Werte. Auch der Internationale Museumsverband beschäftigt sich gerade im Moment damit. Die diskutieren gerade sehr kontrovers ein neues Mission Statement, in dem Museen, aber ich denke, das gilt eben auch insgesamt für Kulturerbeeinrichtungen, verstanden werden als ein demokratischer, inklusiver Raum für den kritischen und aktiven Dialog mit und auch selbst als Teil der diversen Communities, die diese Daten oder die Museen auch nutzen möchten. Die Art und Weise, wie diese Dialoge stattfinden und geführt werden, haben sich durch die Digitalisierung vervielfältigt. Klar ist aber, dass sie digital sind und damit auch zu einem großen Teil eben Daten und auch Maschinen getrieben sind. Ja, und jetzt stellt sich die Frage, nun haben wir diesen Rohstoff an Daten, wie gelangen wir jetzt eigentlich zu Wissen und zu Informationen? Was braucht man auch als Kulturinstitution, als Kulturerbeinstitution, als Bereitstellerin von Kulturdaten dafür? Man braucht Datenkompetenz oder Digitalkompetenz, könnte man es vielleicht auch nennen, in einem umfassenderen Sinn. Museen sollten ihre, in Anführungszeichen, Daten verstehen. Sie sollten das, was über ihre Objekte in den Daten steht und auch damit deren Geschichte, ihre Entstehungszusammenhänge so beschreiben, dass es nachvollziehbar ist, dass es eindeutig ist und dass es persistent bleibt für die Nutzenden. Und da wiederhole ich gerne nochmal, das sind eben nicht nur Menschen, sondern eben auch Maschinen sozusagen. Nicht zuletzt stellen sich damit auch Fragen nach der Deutungshoheit über das, was in den Objekten als unser kulturelles Gedächtnis gespeichert ist. Man braucht auch als Gesellschaft Reflexion und Kompetenz im Umgang mit digitalen Daten und den Wissensräumen, die sie eröffnen können. Das fängt an bei der Frage nach dem, was eigentlich das Datenobjekt ist. Das berührt Aspekte seiner Materialität und wie wird diese dann eigentlich im Digitalen repräsentiert. Bleibt das Objekt damit eigentlich authentisch? Auch das ist eine Frage, die in diesen Zusammenhang gehört. Erlaubt mir als Nutzerin, als Nutzer der Blick auf die digitalen Daten und verschiedene Perspektiven eigentlich auf dieses Objekt einzunehmen. All diese Fragen kann man mit Daten beantworten oder mindestens teilweise. In den mehr als 80 Projekten des Berliner Förderprogramms sind viele dieser Fragen berührt worden. Sie sind nicht alle immer unbedingt geklärt worden, aber in unserem Digis-Verständnis sozusagen von Digitalisierung und unserer Arbeit mit unseren Partnern geht es auch genau darum. Wir wollen vermitteln einen kompetenten Umgang mit Daten. Und das Förderprogramm ist in dieser Hinsicht, wenn man so will, wirklich auch ein Weiterbildungs- und ein Lernprogramm. Und wir denken, dass wir so oder hoffen so mindestens unser Ziel zu erreichen, unsere Partner aus den Institutionen zu wirklich aktiven Gestaltern ihrer digitalen Praxen werden zu lassen. Nochmal, Data Literacy, Datenkompetenz. Es geht um die Fähigkeit, Daten und das, was sie in Informationen und an Wissen speichern, durch den Rechner algorithmisch auch entsprechend zu erfassen, transparent zu machen und dieses Wissen selbst wiederum verantwortlich anwenden zu können. So, machen wir es mal kurz ein klein bisschen praktischer. Was bedeutet Daten verstehen in der Praxis? Sie lächelt so, als würde sie das schon wissen. Machen wir das mal anhand der wirklich einfachen Beschreibung eines Kunstwerks. Wir haben hier die Mona Lisa, wir haben einen Titel, einen Künstler, ein Entstehungsdatum, das ist so ein bisschen geschätzt und wir haben irgendwie eine Ortsangabe dazu. Das hier liegt einfach nur erstmal als unstrukturierter Text vor. Das ist für uns Menschen weiter eigentlich nicht so ein besonderes Problem. Wir ergänzen sozusagen alles das, was da fehlt. Jetzt betrachten wir mal ein Element, nämlich nur den Werkstitel, vielleicht ein bisschen näher aus Datensicht. Hier haben wir sozusagen die deutschsprachige Ansetzung. Jetzt wäre so ein bisschen die Frage, wie lautet denn dieser Titel eigentlich in italienischer Sprache, auf Französisch, auf Englisch?
Man müsste ihn dafür sozusagen weiter qualifizieren, um das als Datum auslesen zu können. Und dann, wenn man verschiedene Titelansetzungen hat, wie führt man die denn dann eigentlich alle auf das ein und dasselbe Werk zurück? So, das ist jetzt sozusagen, hier sehen wir die sprachlichen Variationen des Titels. Wir sehen Englisch, wir sehen Französisch und wir stellen fest, in der italienischen Schreibweise gibt es eine ganz andere Ansetzung. Das ist nämlich nicht mehr die Mona Lisa, sondern es ist die Mona Lisa. Mona ist hier abgeleitet von Madonna, also von Frau. Hier geht es also gar nicht um einen Vornamen, wie wir daraus ableiten können, sondern es geht um den Titel, mit dem Lisa del Giocondo, die Ehefrau von Francesco del Giocondo, also die Abgebildete, angeredet wurde. So. Dann sehen wir des Weiteren nicht nur diese verschiedenen Titelansetzungen, sondern wir sehen, dass es in einigen Sprachen auch noch alternative Titel gibt. Also man kann sich viele Gedanken um Titel machen und um Titelansetzungen. Eindeutig qualifiziert werden diese Titel und dann auch letztlich die Werke, die hinter ihnen stehen, durch Normdaten, also durch strukturiert vorliegende, normierte Vokabulare, die im Netz öffentlich zugänglich und auch nutzbar sind. Genau, man versucht hier sozusagen den Eindeutigkeit dadurch zu erreichen, dass dieser Werkstitel Mona Lisa hier einen ganz eindeutigen Identifier trägt. Man sieht das da oben, das ist diese sogenannte GND-Nummer. Die GND ist die gemeinsame Normdatei. Dadurch wird dieses Werk eindeutig identifiziert, die Titel können damit verknüpft werden. Nochmal ganz kurz vielleicht zurück zum Künstler selber, Leonardo da Vinci. Auch für Personennamen gibt es natürlich entsprechende Normdaten, genauso wie für Sachbegriffe oder auch für Geografiker. Sie alle erhalten in Normvokabularen eindeutige und stabile Bezeichner, eben diese IDs. Damit können sie sowohl untereinander als auch wiederum mit weiteren externen Datensätzen verknüpft werden oder auch mit anderen Webressourcen. Auf diese Weise entsteht ein organisationsspartenübergreifendes und maschinell auswertbares Datennetzwerk. Normdaten sind, wenn man so will, das Sprungbrett in eine vernetzte Welt des Linked Data. Und warum wir Eindeutigkeit brauchen, sieht man beispielsweise hier, weil da ist dann irgendwie auch klar, dass hinter Leonardo da Vinci durchaus noch was ganz anderes stehen kann, außer dem Künstler. Noch eine letzte Frage, warum steht da eigentlich dieses Komma? Das ist hier die Ansetzungsregel sozusagen für die Strukturierung des Namens. Also wir haben einfach Nachname, Komma, Vorname. Was vor dem Komma steht, ist der Nachname, was danach kommt, ist der Vorname. Das ist hier die GND-Ansetzung, das ist alles soweit okay. Damit wäre dieser Name maschinell eindeutig auswertbar durch dieses Strukturmerkmal Komma. Leider müssen wir in dieser Geschichte sagen, Leonardo da Vinci hat gar keinen Nachnamen. Er ist der uneheliche Sohn gewesen des Notars Piero da Vinci mit einer seiner damaligen Bediensteten. Okay, das Komma ist zwar von der Regel her richtig, aber leider von der Semantik her dann leider doch falsch. Welche Bedeutung Metadaten haben können, auch für den kreativ- und künstlerischen Bereich, hier noch ein letztes Beispiel jetzt, würde ich hier ganz gerne an diesem Projekt noch mal kurz verdeutlichen, dieser Linked Stagecraft, das war ein Projekt des Kultur-Hackathons Coding Da Vinci. Antje hatte da eben auch schon kurz darauf hingewiesen. Coding Da Vinci ist ein Hackathon, der seit 2014 zweimal im Jahr kreative Entwickler und auch Kultur-Communities zusammenbringt. Und diese entwickeln in gemeinsamen Projektteams auf Basis von offenen Kulturdaten, also von offenen Daten, gemeinsam neue und auch unter einer offenen Lizenz stehende Anwendungen. Es gibt sehr viele künstlerische Projekte darunter, aber es gibt eben auch solche wie diese hier, die wirklich im Wesentlichen auf den Metadaten eines Objekts basieren. Wie hier auf den Aufführungsdaten und Fotografien des Stuttgarter Staatstheaters, das waren 7000 Schwarz-Weiß-Fotografien, die von dem Projektteam Linked Stagecraft aus ihrem proprietären Archivformat in ein offenes Format XML überführt wurden. Namen von Akteuren, die nur unstrukturiert als Textvorlagen wurden extrahiert, sie wurden mit ihren IDs entsprechend versehen und sie wurden dann mit weiteren Ressourcen wie Wikidata oder eben auch beispielsweise dieser gemeinsamen Normdatei verknüpft und darüber dann in Beziehung gestellt mit weiteren Inszenierungen, Aufführungen, Rollen, Regisseuren etc. So, man sieht es hier nochmal, der Aufführungstitel, was ihr wollt, wurde überhaupt als Titel extrahiert und wurde mit dem eigentlichen Werk von Shakespeare, die 12. Nacht oder was ihr wollt, verknüpft.
Ein weiteres Beispiel hier, der Bühnenbildner Felix Tjosek wurde als Person mit entsprechender Personen-ID dann auch über GND und Wikidata nachgewiesen. Wichtig finde ich hierbei nochmal zu vermitteln, dass diese Transformationen, also diese eigentlichen IT-gestützten Prozesse, nicht etwas sind, was Institutionen alleine machen müssen, aber was wir versuchen auch bei Digis zu vermitteln ist, dass es klar ist, dass die Institutionen und unsere Partner lernen, dass es geht, was geht mit Daten und auch versuchen können zu beurteilen, was mit Daten gehen kann, was man aus Daten machen kann. Und vor allem auch, dass man sich darüber klar wird, für wen bereite ich meine Daten auf? Wer sind meine digitalen Nutzerinnen und Nutzer? Für wen stelle ich meine Daten, meine Informationen bereit? Ein weiterer Punkt, der sehr wichtig ist, und das ist auch ein Learning aus den Projekten, ist, dass gerade diese ganze Geschichte der Datenaufbereitung etwas ist, was wahnsinnig viel Zeit und Ressourcen kostet. Es ist eine Aufgabe, die dauerhaft sein muss und die verstetigt werden muss in den Einrichtungen. So, ich komme zum Schluss, zum Feenstaub. Bei uns in dem Coding Da Vinci Team, ich war ein Teil des Coding Da Vinci Teams, gab es ein geflügeltes Wort, das hieß Metadaten seien der Feenstaub der Daten. Und ich finde, das kann man hier irgendwie auch ganz schön sehen. Daten können wirklich ein tanzendes Feennetz des Wissensschaffens, wenn sie mit anderen Daten wiederum verknüpft werden. Erst dann ist Wissen keine Einbahnstraße mehr. Es kann vielfältig, offen und breit geteilt und auch hoffentlich nachgenutzt werden. Kultureinrichtungen können mit ihren Daten in einen gleichberechtigten Dialog mit ihren digitalen Nutzerinnen und Nutzern treten. Es bedeutet aber auch, wenn man die Welt des Linked Data betritt, dass man als Kulturinstitution ein Stückchen weit zurücktreten muss von dem, was man vielleicht mit der eigenen Deutung seiner Objekte nur verbindet. Dafür, damit das gelingt, braucht es in den Einrichtungen Menschen, die sich eben dauerhaft und kompetent sowohl mit ihren Objekten und mit ihren Daten als auch mit ihren Nutzerinnen auseinandersetzen. Zum Abschluss vielleicht noch ein kurzes Zitat, was mich berührt hat oder beeindruckt hat, und zwar des Wissenschaftler Pars Ali-Ida und Jan Assmann, das sind beides Literaturwissenschaftler, und sie haben letztes Jahr 2018 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Und in ihrer Laudatio haben sie gesagt, dass ein kulturelles Gedächtnis sei das Ergebnis unablässiger kultureller Arbeit. Und dieses kulturelle Gedächtnis brauche Dialog und lebendige Auseinandersetzung mit der jeweiligen, und das füge ich jetzt hinzu, digitalen Gegenwart. Dankeschön. Jemand, der eine Frage stellen möchte? Sonst stelle ich eine. Können wir noch mal kurz darüber sprechen, wie man an die Förderung kommt? Sie hatten vorhin die Zahl gesagt, ich glaube 35 Projekte oder Institutionen, die gefördert wurden. Es sind über 80 Projekte und über 30 Institutionen. Genau, also es gibt ja wahrscheinlich sehr viel mehr Nachfrage als Leute, die dann in den Genuss dieser ja echt von vorne bis hinten sozusagen gedachten Förderung kommen. Wie kommt man da ran? Was muss man da in die Bewerbung schreiben? Was für Projekte werden da ausgewählt? Was muss man in die Bewerbung schreiben? dazu würde ich jetzt mal nichts sagen. Die Projekte werden ausgewählt von einer externen Jury und es gibt einfach ein Bewerbungsverfahren oder ein Ausschreibungsverfahren einmal im Jahr. Es ist ein Wettbewerb, der ausgeschrieben wird und man kann sich schon weit im Vorfeld der Antragstellung bei uns melden und sich mit uns darüber auseinandersetzen, wenn man eine Projektidee hat, was dahinter steht, und wir versuchen dann mit den Antragstellern zusammen sozusagen da auch einen guten Antrag daraus werden zu lassen. Also etwas, was machbar ist, weil man muss sagen, dieses Förderprogramm, es ist super, aber die Projekte laufen genau ein Kalenderjahr. Das ist wahnsinnig kurz. Also es geht von Januar bis Dezember. Mhm. Und gerade wenn man anfängt, sich mit Digitalisierung zu befassen, ist es ganz oft einfach manchmal auch ein bisschen zu kurz. Ja, und Sie haben ja auch gesagt, es muss dann verstetigt werden. Also es muss ja sozusagen dann schon mitgedacht werden, was dann nach dem Jahr ist, sozusagen, wie man damit weitermacht. So. Genau, also es sollte in den Institutionen eine Idee davon da sein, zumindest, wie es weitergeht. Mhm. Ja. Okay. Gucke ich nochmal? Ja, ich schon wieder. Sie sagen, es gibt viele Ressourcen, man braucht sehr viele Ressourcen, um diese Daten zu erfassen und zu verschlagworten und alles einzuordnen. Haben Sie so eine Daumenregel im Kopf? Also,
meine, so eine Datenbank anzuschaffen, sich das zu überlegen, wie man strukturiert und dann tatsächlich das zu machen. Gibt es irgendwas, wo man sagen kann, 20% ist das, 70% ist das? Das würde mir jetzt sehr schwer fallen, darauf eine Antwort zu finden, weil es einfach extrem von dem Bestand abhängt, den Sie haben und von dem, wie tief Sie auch in diese Beschreibung einfach einsteigen wollen. Also ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, so und so viel Prozent im Antrag müssen immer da und dafür sein, aber es ist sozusagen, es ist einfach ein springender Punkt, diese ganze Frage der Datenbeschreibung. Bei diesem Stuttgarter Projekt zum Beispiel? Bei dem Stuttgarter Projekt? Das war kein dickes Projekt, sondern das ist ja im Rahmen von Coding Da Vinci gelaufen und vielleicht ist das ganz gut nochmal zu sehen, wenn Leute, die vielleicht auch intrinsisch motiviert sind, nämlich Entwickler, die das ja gemacht haben, die das ehrenamtlich gemacht haben. Das ist also, hatte überhaupt nichts mit diesem Berliner Förderprogramm zu tun, sondern in diesem Hackathon treffen sich Entwickler, Webdesigner, wie auch immer, mit Menschen aus Museen, Archiven, Bibliotheken, die ihre Daten bereitstellen. Und man entwickelt gemeinsam neue Anwendungen in dem Fall. Und der Hackathon läuft zwischen 6 Wochen bis 10 Wochen. Also es gibt ein Auftaktwochenende, da werden die Daten und die Projekte gepitcht, erste Ideen, dann wird entwickelt, 6 bis 10 Wochen, aber weil das ehrenamtlich passiert, eher in der Freizeit, also das ist nicht so wahnsinnig viel. Und dann kommt trotzdem manchmal ein ziemlich gutes Projekt dabei raus, was sozusagen wie so ein Prototyp gilt. Also das ist jetzt nicht fertig im Sinne von marktreif und was weiß ich, das darf man sich in dieser Kürze der Zeit nicht erwarten. Aber das sind tolle Treffen, das ist der nächste Coding Da Vinci findet statt in Westdeutschland, genau, im Ruhrgebiet. Okay. Im Winter. Und vielleicht können wir auch noch mal sagen, wir haben ja auch erwähnt, es gibt Workshops bei DIGIS. Genau. Da findet wahrscheinlich auch bald wieder ein neuer Workshop statt. Ja, also jetzt zu diesem Metadatenthema nicht erst wieder nächstes Jahr. Sie sind herzlich eingeladen. Also diese Workshops, das ist Teil des Förderprogramms. Sie können daran, also sie sind kostenlos und es kann erstmal jeder daran teilnehmen, der Interesse daran hat, dort mitzumachen. Das erfährt man am besten über unsere Webseite oder die Mailingliste von DIGIS. Und wir haben aber in der Tat noch einen weiteren Workshop zum Thema Augmented und Virtual Reality Anwendung. Der ist jetzt Ende November. Okay. Warte, Mikrofon kommt. Das ist auch wichtig wegen dem Video dann, glaube ich. Deswegen kurz warten. Genau. Kurze Frage vielleicht. In der ganzen Überlegung mit diesen Metadaten und so weiter, könnte das auch helfen, irgendwie in zum Beispiel Gedenkstätten oder so eine Geschichtsverfälschung oder eine Möglichkeit, eine Geschichte richtig historisch darzustellen, also auch in die Zeitschiene, nicht nur in der aktuellen Form von Metadaten, sondern auch in der Zeitschiene irgendwie eine korrekte Darstellung irgendwie zu archivieren. Ja. Das wäre für mich irgendwie eine wunderbare Anwendung. Genau. Es gibt auch ein Coding Da Vinci Projekt im Übrigen. Dazu, es gibt jetzt auch relevant diese Berlin Mau AR. Das ist eine App, die gibt es im App Store inzwischen. Das ist eine Anwendung, mit der Sie den Mauerverlauf sozusagen nochmal wieder auferstehen lassen können und auch einfach entsprechend nachvollziehen können. Wie sah es hier aus? Was war da eigentlich in der Zeit? Was ist da passiert? Und das ist ein Projekt, was auf offenen Daten basiert, der Gedenkstätte Berliner Mauer.